Wunderbar, dann können wir starten. Also, die Zukunft der Vermietung. Ja, was ist die Zukunft der Vermietung? Ich denke, viele von Ihnen werden wissen, es geht heutzutage viel mehr über Online-Plattformen. Es wird viel mehr über die Website abgewickelt. Es wird viel mehr über Booking.com abgewickelt. Es wird viel mehr über Expedia etc. abgewickelt. Und da sehen wir uns ein bisschen als Ihren Partner, denn wir versuchen, die Digitalisierung wirklich zu unterstützen, machen das Ganze schon sehr lange. Was ich Ihnen heute in den nächsten 20 bis 30 Minuten ans Herz lege, ist einmal, wer ist Easy Booking, was machen wir genau und vor allen Dingen, was bietet es für Vorteile am Ende dann für Sie? So, das funktioniert ja gut. So, wer sind wir? Also, wir sind inzwischen über 60 motivierte Mitarbeiter in Deutschland und Österreich, haben einen Standort in Berlin sowie in Innsbruck. Aus Innsbruck kommen wir auch ursprünglich, haben da unsere Zentrale und arbeiten dort sehr erfolgreich mit über 6000 Kunden inzwischen und mit über 200 Partnern, seien das Webdesigner, seien das hier Tourismusinformationen etc., mit denen wir wirklich alle eng zusammenarbeiten, um ihnen da auch ein möglichst breites Spektrum zu bieten. Was leisten wir? Easy Booking ist seit über 15 Jahren im Tourismus tätig und begleitet da wirklich Vermieter dabei, digital und online erfolgreich zu sein. Wir optimieren, das sagen wir gerne, wir optimieren täglich ihre Prozesse. Klingt immer so ein bisschen dahergesagt, was das im Einzelnen bedeutet, werde ich gleich nochmal ein bisschen genauer erklären. Speziell geht es hier wirklich um Automatisierungen, die Sie im Alltag entlasten sollen und hoffentlich auch tun. Wenn wir mal weitergehen, dann haben wir hier so ein paar typische Fragen, die eigentlich ein typischer Easy Booking Kunde sich gerne mal stellt. Klar, riskiert jemand von Ihnen gerne Doppelbuchungen oder sitzt weniger als 4 Stunden am Tag am PC? Vermutlich nicht. Und wenn, ich sage mal, 1 oder 2 Punkte, die Sie hier sehen, auf Sie zutreffen, ja, dann macht es eventuell Sinn, Ihre Vermietung mit Easy Booking ein bisschen zu erweitern oder auch zu erleichtern. Und um dann noch mal ein bisschen weiterzugehen, wie machen wir das? Ja, mit unserer Julia. Die kommt jetzt hier reingeflogen, nicht wundern. Julia ist unsere, wir sagen gerne, digitale Rezeptionistin. Ich hatte eben ja schon mit dem einen oder anderen gesprochen und da kam oft, bei Ihnen war das der Fall, ja, da kam oft so das Thema, ja, ich habe 8 oder ich habe 6 verschiedene Plattformen und ich manage das Ganze komplett selber. Was auch toll ist, solange das funktioniert, solange man keine Doppelbuchungen hat, finde ich das schön, macht aber extrem viel Arbeit. Und diese Arbeit können wir wirklich hier mit Hilfe von Julia übernehmen. Denn was kann unsere Julia? Unsere Julia bietet einmal die automatisierte Gästekommunikation. Was ist damit gemeint? Naja, wie geht ein Gast vor? Ein Gast kann entweder über Booking oder über eine Website eine Buchung bei Ihnen vornehmen oder kann sie auch anrufen. In jedem Fall muss eine Buchungsbestätigung rausgehen. Gott sei Dank, bei Booking.com geht sowas automatisch. Wenn aber jemand jetzt bei Ihnen auf der Website bucht oder Sie anruft, dann passiert es in der Regel nicht automatisch. Das heißt, Sie müssen daher sitzen, sich an den Laptop setzen und müssen eine Buchungsbestätigung, ein Angebot, eine Zahlungserinnerung oder sämtliche Mails, die Sie so in Ihrem täglichen Alltag verwenden, schreiben. Und dieses komplette Spektrum, ja, das nimmt Ihnen die Julia ab. Das heißt also, von der Anfrage auf Ihrer Website, die gestellt wird, ja, bis hin zur Buchung, bis hin zur Rechnung, noch einen Schritt weiter, macht Julia all das automatisiert, beziehungsweise im Falle der Rechnung per Knopfdruck. Und das ist wirklich sehr praktisch, denn Sie können jederzeit auf Vorlagen zurückgreifen und müssen nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Natürlich weiß ich, dass die meisten von Ihnen, so wie ich das ja auch mache, wenn ich Kundenanfragen kriege, dann habe ich natürlich ja so ein gewisses Schema, so eine Mail, die ich dann an viele rausschicken kann. Das werden Sie mit Sicherheit in der Buchungsbestätigung auch machen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich hilfreich, wenn sowas auch zeitnah geschickt wird. Ja? Denn nichts ist schlimmer, und da kann ich das immer so ein bisschen aus meinem persönlichen Beispiel erzählen, wie buche ich ein Hotel? Ich suche im Internet, vielleicht bei Google, vielleicht bin ich aber auch direkt bei Booking.com. Ja, meistens bin ich sogar ehrlicherweise direkt bei Booking.com. Und was passiert bei Booking.com? Der Gast findet mich dort, ja, oder ich finde dort ein Hotel und dann gehe ich auf die Website. Und ich weiß mittlerweile auch natürlich beruflich bedingt, dass es da häufig günstigere Preise gibt auf der Website. So, das heißt also, ich gehe dann auf die Website, rufe an oder in den meisten Fällen, so wie das halt nun mal modern ist, ja, man macht es online, man schreibt also eine Anfrage.
So, was passiert jetzt? Ich mache das bei 5 Unterkünften. Der eine antwortet mir nach einer Stunde, der andere nach 3, der dritte nach 4. Da gucke ich vielleicht mal drauf. Und die, die mir am nächsten Tag oder am Abend antworten, die ignoriere ich. Das finde ich schon mal kein guter Service. Ganz frech, natürlich weiß ich, ja, dass die noch 1000 andere Dinge zu tun haben, die genauso wichtig sind. Ja. Der Gast weiß es aber nicht immer. Und daher automatisierte Gästekommunikation, es passiert alles und es passiert sofort. Ja. Der Gast, der bei Ihnen auf der Website den Button Anfrage absenden klickt, der hat sofort in seinem Postfach ein Angebot mit Preisinformationen und auch mit Möglichkeit, dieses Angebot dann direkt per Link anzunehmen. Und das ist auch eine Einzigartigkeit, also da sind wir von diesen Booking wirklich alleine auf dem Markt. Soweit ich weiß, in Europa, ich kenne noch keinen, der Anfragen so automatisiert beantwortet, wie wir es am Ende können. Und das ist mit Sicherheit ein großer Vorteil. Ja, Online-Buchbarkeit habe ich gerade ja auch schon ein bisschen angeschnitten. Online-Buchbarkeit geht noch einen Schritt weiter als das bloße Anfragen. Beim Thema Online-Buchbarkeit kann der Gast dann wirklich über ihre Website direkt buchen. Sie brauchen sich keine Sorgen über Doppelbuchungen zu machen, denn das ist dann über das nächste Thema, den Channel Manager, zu 100% abgesichert. Ja? Die Verfügbarkeiten werden also immer abgeglichen, sodass Sie sich sicher sein können, dass Ihre, auch wenn Sie nur eine einzige Ferienwohnung haben oder nur zwei, dass die nicht doppelt gebucht wird. Ich weiß, dass das bei Ihnen nicht passiert, weil Sie natürlich das alles selber managen können. Nichtsdestotrotz ist das ein schönes Thema, wo ich auch sage, da hat es Potenzial nach oben, denn wenn Sie nicht 100% ausgelastet sind und sagen, hey, eigentlich habe ich ein bisschen Angst, noch auf andere Portale zu gehen, denn dann muss ich mich ja nicht nur um 5, sondern um 7 oder um 8 kümmern. Ja, das macht Julia und da haben sie nichts mehr mit zu tun. Und ich denke, das kann auf jeden Fall ein Vorteil sein. Das nächste, der digitale Zimmerplan. Haben Sie eben auf den anderen Folien schon gesehen, ist letztlich wie ein Kalender mit verschiedenen Farben und verschiedenen Linien aufgebaut, der Ihnen auch nochmal optisch ein schönes Bild gibt über Ihre Buchungen, über die Angebote, die draußen sind, etc. Und ja, das Letzte ist, und das ist auch nochmal ganz spannend, das Meldewesen und die Registrierkassen-Meldewesen. Wir hatten eben hier einen tollen Vortrag vom Kollegen von Ferratel. Das kann natürlich bei uns direkt per direkte Schnittstelle verknüpft werden, sodass auch das in ein System läuft. Ein System bedeutet immer ein Ansprechpartner, nicht 5. Und ich denke, das kann auf jeden Fall ein Vorteil für Sie sein. Dann, ja, da habe ich eigentlich gerade schon ein bisschen drüber philosophiert, was sind dann am Ende die Vorteile, die aus unseren Aktionen entstehen, die aus unseren ganzen Funktionen entstehen. Und ja klar, mehr Direktbuchen bei weniger Aufwand bedeutet für Sie auch am Ende des Tages ein bisschen mehr Geld in der Tasche, denn wir wissen alle, zwischen 12% und 15% ist so der normale Satz, was die Portale von Ihnen, von uns verlangen. Ja, und das ist natürlich, ich sag mal, wenn man nur Buchungen über Portale erhält, dann doch eine ganze Menge, was am Ende des Monats dann doch zu tragen kommt. Und da wollen wir einfach schaffen, dass mehr Website-Buchungen, mehr Direktbuchungen durch das System generiert werden. An der Stelle noch mal ganz kurz gesagt, derjenige, der von uns keine Website hat, der kann diese Direktbuchbarkeit trotzdem nutzen. Ja? Also alle Widgets, alle Funktionen sind nichts weiter als ein HTML-Code, den Sie auf Ihre eigene Website auch gerne einkopieren können, wenn Sie denn keine Website von uns haben. Rund um die Uhr mit Gästen kommunizieren. Das ist auch das Thema automatisierte Gästekommunikation. Ganz wichtig, ja? Der Gast hält sich nicht an Ihre Geschäftszeiten. Wir haben keinen, der um 8 Uhr anfängt und sagt, ach ja gut, die Frau Müller, die macht um 16 Uhr Feierabend oder hat vielleicht 3 Kinder, das ist dem Gast vollkommen egal. Der möchte sofort eine Antwort haben, der möchte sofort eine Buchungsbestätigung haben und deswegen sagen wir, rund um die Uhr arbeitet Julia hier für Sie. Ja? Also auch ein kleiner Vorteil, wenn Sie Julia einstellen im Betrieb, die ist nicht krank, ja, die macht auch keinen Urlaub und die arbeitet 24 Stunden, so einen Mitarbeiter muss man erstmal finden. Ich mache das auch. Weniger Arbeit dank zentraler Verwaltung. Ja, weniger Arbeit, also natürlich Ihre Hauptaufgabe, die Verwaltung vor Ort, das persönliche Betreuen des Gastes, das bleibt natürlich. Aber alles das, was Sie in unserer Software verwalten können, was Sie in unserer Software dargestellt haben, ist zentral. Ja, das heißt, wie ich eben schon sagte, ein Ansprechpartner. Und ich glaube, es nimmt etliche Stunden in verschiedensten Warte-Hotlines auf jeden Fall schon mal weg und verschafft Ihnen dann auch ein bisschen mehr Zeit. Keine Doppelbuchung, eben schon drüber gesprochen. Das letzte ist noch DSGVO-konform. DSGVO hatten wir seit Mitte 2018, wenn mich nicht alles täuscht, dass es da alles etwas strenger geworden ist.
Und da müssen wir natürlich als Softwareanbieter auch drauf eingehen. Das heißt, es gibt zwei Pflichten, die Sie als Gastgeber eigentlich haben. Und das ist einmal die Anonymisierung und die Auskunftserteilung der gespeicherten Gästedaten. Und einerseits brauchen wir immer eine aktive Einwilligung des Gastes, um solche Daten zu speichern und zu verarbeiten. Das ist auch alles in unseren Buchungswidgets mit integriert, also keine Sorge. Und andererseits müssen wir die beiden eben erwähnten Punkte, Auskunftserteilung, Anonymisierung, immer bieten können. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich Gast in Ihrem Haus bin, könnte ich Sie einfach anrufen und sagen, hören Sie mal, ich möchte jetzt wissen, welche Daten Sie von mir gespeichert haben. Dann sagen Sie, Römer, sind Sie irgendwie verrückt? Und dann sage ich, nee, ich bin nicht verrückt, das ist das DSGVO-Gesetz und Sie schicken mir das jetzt bitte. Haben Sie natürlich ein bisschen Zeit, aber müssen dann letztlich aus Ihren Unterlagen ja, alles rausgraben, was im Zusammenhang mit Marcel Römer steht. Und wenn ich Ihnen dann sage, jetzt müssen Sie diese Daten auch noch anonymisieren, weil ich nicht möchte, dass Sie die gespeichert haben, ja, dann sind Sie praktisch gezwungen, alle diese Daten zu löschen bzw. ja, zu anonymisieren. Und das ist natürlich ein Aufwand, den man eigentlich, der vom Gesetzgeber her so gedacht ist, dass der eigentlich nicht gar nicht zu regeln ist. Ja. Das heißt, hier brauchen wir eine Unterstützung und das machen wir in der Software. Sie haben also in der Gästekartei jederzeit die Möglichkeit, wenn Sie da jemanden anruft, per Knopfdruck eine sogenannte Anonymisierung oder Auskunftserteilung an den Gast zu schicken. Und das macht auch nochmal etwas aus. Ach ja, hier auf der rechten Seite sieht man es dann auch nochmal bildlich ein bisschen dargestellt, wie unser Zimmerplan, wie unser Kalender aussieht. Wirklich sehr schön farblich getrennt. Einerseits sehen Sie die Unterschiede zwischen Angebot, Buchung, Sperre und Reservierung und andererseits können Sie auch direkt sehen, woher diese Buchungen kommen, beispielsweise von Booking.com. So, dann gehen wir nochmal ein bisschen intensiver darauf ein, wie das Ganze funktioniert. Ich habe es eben schon angedeutet, für eine wirklich ausführliche Präsentation brauchen wir etwas mehr Zeit. Das heißt, ich reiße das an und wenn Sie dann Interesse haben, dann rufen Sie mich gerne nochmal im Nachgang an und wir machen einen Termin. Was Sie hier sehen, ist jetzt der Zimmerplan. Hier können wir Anfragen beantworten. Wie funktioniert das? Letztlich gibt es ja nur noch, ja, nachdem Sie so ein System installiert haben, zwei Wege, wie Sie selber aktiv werden müssen. Und das ist der Weg, jemand ruft Sie an. Oder jemand kommt aus irgendeinem Grund doch an Ihre E-Mail-Adresse und schreibt Ihnen eine E-Mail. Ja, und dann müssen Sie ein Angebot erstellen. So, wie beantworten wir so eine Anfrage? Ganz leicht. Sie müssen jetzt nicht mehr in Ihre Word-Vorlage gehen, bitte nicht. Ja, und auch nicht in Ihre Excel. Und Sie müssen auch keinen Brief losschicken oder irgendwas. Was Sie machen müssen, ist, den angefragten Zeitraum zu schauen, ist der verfügbar oder nicht. Das sehen Sie ja sehr übersichtlich hier in dem Zimmerplan. Wenn der verfügbar ist, dann können Sie einfach so eine grüne Linie ziehen. Ich sage mal vom 10. bis zum 15. Wählen den Gast aus und drücken auf Speichern. In dem Moment erhält er ein Angebot, wie auch wenn er über die Website anfragen würde. Und das ist natürlich, ja, ich sag mal, einfach zeitsparend, sehr, sehr, sehr zeitsparend und ja, hilfreich für Sie. Dann das nächste, die direkte Buchung. So sieht das Ganze aus, was ich eben erzählt habe. Das ist unsere Buchungsmaske. Wie ich finde, auch sehr modern gehalten in einem Vier-Schritte-System. Sie sehen jetzt da den ersten Schritt, also praktisch das, was auch der Gast sieht, wenn er dann auf Ihrer Website landet. Wir können hier Anreise- und Abreisetag eingeben und können eigentlich dann schon lossuchen. Im zweiten Schritt gibt unser System dann wirklich Verfügbarkeiten. Also all das, was jetzt nicht gerade bei Booking verbucht ist, all das, was nicht in Ihrem Zimmerplan eingetragen ist, das kann jetzt hier nur der ausgeben und präsentiert es dem Gast. Ja. Im dritten Schritt gibt es dann noch Zusatzleistungen, falls Sie also sagen, ich habe ein Zustellbett, Babybett, alles Mögliche, was der Gast gerne mal telefonisch dann anfragt, ja, wo also wieder mehr Arbeit entsteht, das können wir jetzt gleich vorwegnehmen und sagen, lieber Gast, schau in die Buchungsmaske, alle unsere Zusatzleistungen sind drin, buch es einfach mit dazu. Wir wissen direkt Bescheid, denn Sie sehen es dann im System und es ist für alle Seiten praktisch. Ja, dann der Channel Manager. Ich denke mal, das ist für viele immer so ein, ja, so ein kleines Mysterium, denn das klingt ganz kompliziert. Channel Manager, was heißt das? Ja, das heißt eigentlich nur eine Verwaltung Ihrer Kanäle. So, Sie werden sich selber wiederfinden, wo Sie unterwegs sind, zum Beispiel bei Booking.com, Expedia oder Fairtel. Bei uns ist es so, dass diese Kanäle, und das ist das Besondere, in Echtzeit abgeglichen werden. Ja? Das heißt also, derjenige, der bei Booking.com jetzt gerade auf Buchung bestätigen klickt und derselbe macht es auch auf der Website, ja? Da wird dann die Meldung erscheinen, nein, es funktioniert nicht, das Zimmer ist gerade vergeben. Das heißt, diese Doppelbuchung ist wirklich ausgeschlossen.
Hier bitte nicht wundern, dass in unserem Team dieser Namen verstecken sich natürlich auch andere Anbieter. Das heißt, wenn Sie mir jetzt sagen, ich möchte zu, ich weiß nicht, Hotel.de, glaube ich, das gehört dann zu Expedia und so weiter. Also es gibt unter diesen Anbietern noch ganz viele Unteranbieter, Landsichten.de und so weiter. Alles Sachen, die für Sie vielleicht interessant sein könnten, die wir eben über diese Partner mit anbinden können. Und da sollten Sie sich auf jeden Fall überlegen, da so viel wie möglich anzubinden, denn das steigert die Auslastung und macht Ihnen nicht mehr Arbeit. Ja, dann haben wir die Verwaltung. Verwaltung, denke ich mal, auch ein Thema, was für viele lästig ist. Wir haben hinter jeder Buchung, wie Sie eben im Zimmerplan gesehen haben, eine sogenannte Informationsrechnung. Die sieht so aus, wie hier rechts zu sehen. Informationsrechnung deshalb, weil Sie die jederzeit noch bearbeiten können. Ja, das ist der typische Fall, der Gast kommt bei Ihnen an, hat vielleicht noch zusätzlich was verzehrt oder hat vielleicht sogar im Zweifel was kaputt gemacht, auf dem Zimmer geraucht oder was auch immer, was extra kostet. Ja? Dann können Sie, bevor diese Rechnung ausgelöst ist, die entsprechend noch anpassen und es dann an den Gast schicken. Jetzt ist es hier so, Steuersätze natürlich finanzamtkonform unten gesplittet. Nicht wundern, das sind österreichische Steuersätze. Ja? In Deutschland haben wir natürlich die deutschen drin. wenn Sie dann die Rechnung ausdrucken möchten oder dem Gast zukommen lassen möchten, dann können Sie das machen. Es gibt zwei Optionen dafür. Einerseits können Sie sagen, ich drucke es als PDF aus. Wenn der Gast zum Beispiel jetzt gerade vor mir steht, dann gibt es ihm in die Hand und sagt, lieber Gast, hier ist die Rechnung etc. Oder ich schicke es ihm direkt per E-Mail. Ja, also diese beiden Möglichkeiten haben Sie dann wirklich direkt aus dem System raus. Was mir noch wichtig ist zu sagen, Sie können natürlich diese Vorlagen hier alle individuell anpassen. Ja? Auch Buchungsbestätigungen, gute Reisemail, Danke-Mail etc. pp. Alles individuell. Und genau. Ja, dann last but not least das Marketing. Auch ein bisschen was fürs Marketing soll getan werden. Wir haben hier zwei ganz, ja, ich sag mal, interessante Features. Und zwar ist es einmal, das kennen Sie vielleicht auch von größeren Hotels, wenn Sie da mal buchen, Sommerurlaub, dann kriegen Sie in der Regel so eine Woche oder zwei, drei Tage vor der Anreise nochmal eine Mail, wo einfach drinsteht, hey, Check-In-Zeiten sind dann und dann, Anreise möglich, Parkplatz links, rechts, wie auch immer. Und genau sowas bieten wir auch an, denn wir finden, obwohl wir natürlich ein Anbieter eher für die kleineren Gastgeber sind, dass sowas sehr professionell wirkt. Und es sowas ja auch eine ganze Menge an Arbeit erleichtert, denn, und das ist das, warum wir das Ganze machen, wir haben festgestellt, dass es eben nicht nur die Großen machen, sondern die Kleinen machen es auch, aber händisch. Und was das dann für eine Arbeit bedeutet, jedem Gast nochmal drei Tage vor Anreise so eine Mail zu schicken, das kann ich mir Gott sei Dank nur vorstellen, ich muss es nie machen, aber ich finde das natürlich dann sehr praktisch. Und dasselbe funktioniert auch hinterher als Dankeschön. Bei der Danke-Mail haben wir dann die Möglichkeit, zum Beispiel sowas wie Bewertungsplattform, Holiday-Check, was Sie nicht alles kennen, mit zu verlinken, sodass der Gast Sie also direkt bewerten kann. Eins sei dazu zu sagen, wenn man jetzt jedem Gast so eine Danke-Mail schickt, dann ist es vielleicht etwas schwierig, denn nicht jeder Gast ist zufrieden. Wie auch mit Sicherheit nicht jeder von unseren 6.000 Kunden zufrieden ist. Das funktioniert nicht, das kann man nicht schaffen. Wenn man da an die 90%, 95% Zufriedenheit kommt, ist das schon schön. Die anderen sagen einem vielleicht auch mal ins Gesicht, hey, nee, der Aufenthalt war nicht gut. Dann können Sie auch diese Mail wirklich gezielt für diesen Gast ausschalten, dass er sie nicht gezielt schlecht bewertet. Ja? Das ist dann vielleicht so ein bisschen das Pendant zu dem, was viele Leute illegalerweise machen, nämlich Bewertungen kaufen. Das wollen wir nicht, wir wollen hier ehrliche Bewertungen, aber natürlich auch nicht unbedingt die schlechtesten einheimsen. Also, mit dem System ganz gut möglich. Zuletzt noch die Website, ich habe einigen von Ihnen, ansonsten holen Sie sich bitte gleich noch den blauen Flyer ab, so eine Website-Broschüre mitgegeben. Bei uns ist es so, dass wir eine Website wirklich direkt mit anbieten. Das heißt, Sie können absolut alles aus einer Hand beziehen, Website und Buchungssystem. Und wenn Sie das machen, dann haben Sie dann eben auch den Vorteil, dass alle diese Buchungswidgets, wirklich die Buchungsmaske, Anfragemaske, was wir nicht alles bieten, direkt mit integriert sind und sich da ein professioneller Webdesigner von uns drum kümmert. Ja, dann haben wir noch die letzte Seite. Ich kann mich nur bedanken, das war es auch schon. Ich glaube, es war ein ganz kurzer Ausschnitt von dem, was wir bieten. Ich habe es eben schon gesagt. Wer da noch Interesse hat, wirklich mal ins Backend zu gehen, wer Interesse hat, unsere Demo-Website mal selber zu buchen, ja, der möge bitte gleich auch kurz zu mir kommen, dann gebe ich Ihnen noch was in die Hand. Ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich noch einen schönen restlichen Tag
und hoffe, dass Ihnen das ein bisschen gefallen hat und Sie ein bisschen was mitnehmen konnten. Ich weiß, das ist immer sehr viel, deswegen kurz gehalten. Und ja, bedanke mich und wünsche Ihnen alles Gute.